Was geht, Corey hier und heute reden wir nochmal über den Heiligen Geist. Ich habe schon mal ein Video darüber gemacht, wie der Heilige Geist uns Gaben gibt. Aber es gibt noch weitere Dinge, die wir bekommen oder die wir erleben können, wenn wir Jesus angenommen haben und dadurch mit dem Heiligen Geist getauft wurden. Der Heilige Geist erfüllt Menschen und führt sie. Er zeigt ihnen, wo sie hingehen sollen, was sie tun sollen. Jesus selbst, nachdem er sich taufen lassen hat, wurde auch vom Heiligen Geist erfüllt. Und Jesus hat weiterhin auch denen den Geist versprochen, die an ihn glauben. In Apostelgeschichte lesen wir das, in Johannes lesen wir das oder in Lukas 24, Vers 49. Und da heißt es: Ich werde den Heiligen Geist zu euch herabsenden, den mein Vater euch versprochen hat. Jesus spricht dort zu den Aposteln, kurz bevor sie vom Heiligen Geist erfüllt werden. Und später in Apostelgeschichte werden sie von diesem Geist erfüllt und können dadurch zum Beispiel in fremde Sprachen sprechen oder sonstige Gaben werden sie bekommen, was ich schon in einem anderen Video besprochen habe. Heute geht es um Galater 5, die Früchte des Heiligen Geistes oder die Früchte des Geistes. In Epheser 1, 13 bis 14 heißt es: In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der Geist prägt die Gläubigen in ihrem Verhalten. Und in Galater 5, 22 bis 23 steht, dass der Geist Früchte hervorbringt. Das heißt, wenn wir den Geist haben und in dem Geist wandeln, werden wir folgende Früchte zeigen. Und zwar sind es Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung oder Enthaltsamkeit. Und über jedes einzelne könnte ich ein eigenes Video machen. Und deshalb mache ich das auch. Und ich fange an mit Enthaltsamkeit oder der Selbstbeherrschung. Aber was wir wissen müssen, es sind keine Werke. Es ist nichts, das wir tun können. Also es ist nicht so, dass wir sagen können, jetzt versuche ich mehr zu lieben oder mehr Freude zu haben oder mehr Frieden zu haben, mehr Güte zu haben, mehr Langmut zu haben. Nein, das Ding ist, diese Dinge kommen durch den Heiligen Geist. Wenn wir täglich den Geist gegen den Fleisch entscheiden, werden wir mehr in diesen Früchten des Geistes wachsen. Und diese sind so essentiell, um ein gesundes und heiliges Leben zu führen. Denn so mehr wir im Geist wandeln, so mehr wir uns für Gott entscheiden, anstatt für unsere eigenen Begierden, werden wir mehr in diesen Früchten wachsen. Aber was ist Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung? Das Wort, was hier auf Griechisch benutzt wird, ist das hier. Enkrat irgendwas. Und das heißt so viel wie Macht über sich selbst haben. Und ich weiß, in jedem von unserem Leben ist das ein Problem. Viele Männer da draußen, aber auch manche Frauen haben Probleme mit Pornografie. Und sie haben nicht mehr die Macht über sich selbst. Und können nicht mehr selbst entscheiden, nein, ich lasse das jetzt raus. Genauso geht es aber auch um Alkohol. Viele haben nicht mehr diese Selbstbeherrschung, nein, ich trinke nur ein Glas oder ich trinke gar keinen Alkohol. Sie haben diese Selbstbeherrschung nicht, sie haben diese Macht über sich selbst verloren. Es heißt auch Macht über seine eigenen Leidenschaften und Instinkte. Und wir sprechen hier nicht von Hobbys oder ich möchte mal, sondern es ist etwas, was wirklich tief in uns verwurzelt ist. Etwas, was wir schon fast mit uns selber identifizieren. Das Verlangen nach Essen, Süßes, das Verlangen nach Alkohol, das Verlangen nach sonstigem Spaß, dieses Verlangen unter Kontrolle zu haben, das ist die letzte Frucht, die hier aufgelistet wird. Und wie schaffen wir es, diese Selbstbeherrschung zu bekommen? Naja, wie schon gesagt, es ist nicht unsere eigene Kraft, sondern wie in Galater 5, Vers 16 heißt es: Lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Sonst tut ihr, was ihr nicht wollt. Das heißt, wenn wir nicht im Geist wandeln, sondern schon einfach danach gehen, was wir wollen, werden wir niemals diese Selbstbeherrschung aufbauen. Und in
Vers 19 bis 21 zeigt es ganz klar, was kommt, wenn wir unseren Begierden nachgehen. Wenn wir unseren Begierden nachgehen, dann kommen Dinge wie Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und so weiter und so fort. Und jeder Christ sollte dieses Ziel haben, diese vollkommene Heiligkeit anzustreben. Vor allem im 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 15, heißt es ja, seid heilig, so wie ich heilig bin. Und Gott hat uns dafür auch wertvolle Werkzeuge gegeben. Im 1. Korinther 12, Vers 8 zum Beispiel, dem einen schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort, ein anderer kann durch denselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen. Aber kommen wir zurück zu der Selbstbeherrschung. Wir sollen alles dafür tun, dass unser Glaube sich in einem vorbildlichen Leben auswirkt. Denn das führt zu einem geistlichen Leben. In Sprüche 25, Vers 28 heißt es, wer sich nicht beherrschen kann, ist so schutzlos für eine Stadt ohne Mauern. Es ist so wichtig, dass wir im Glauben wandeln, im Geiste wandeln und Selbstbeherrschung lernen. Denn ohne Selbstbeherrschung werden wir uns selber zerstören. Beziehungen werden kaputt gehen, die Gesundheit kann kaputt gehen, wir können uns selber verletzen und wir tun uns allgemein nicht gut, wenn wir uns nicht beherrschen können. Stell dir einfach mal vor, du bist in einer Beziehung. Du hast es immer noch nicht gelernt, keine anderen Frauen hinterher zu gucken. Oder du hast es immer noch nicht geschafft, enthaltsam zu leben. Ihr wollt zwar bis zur Ehe warten, aber du hast noch gar nicht die Selbstbeherrschung aufgebaut, die es dafür braucht. Denn der eigene Wille ist meistens nicht stark genug. Denn die Begierden können stärker sein. Deshalb brauchen wir diesen Schutz. Und er startet mit der Selbstbeherrschung. Hiob sagt nämlich in Hiob 31, Vers 1, mit meinen Augen habe ich einen Bund geschlossen, niemals ein Mädchen lüstern anzusehen. Im Psalm 119, Vers 37, halte meine Augen davon ab, danach Nichtigem zu schauen, belebe mich in deinen Wegen. Wir sehen, wie viele Menschen schon mit dieser Selbstbeherrschung umgehen mussten und wie sie damit umgegangen sind. Alle wollten so weit wie möglich von der Sünde weg. Alle haben sich Sicherheitsvorkehrungen aufgebaut. Alle haben danach gestrebt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dieses Streben danach, heilig zu leben. Und wenn du Probleme damit hast, dann such dir eine Gruppe, such dir eine Gemeinschaft. Denn die kann dir helfen, mit solchen Dingen umzugehen. Denn ihr könnt füreinander beten, ihr könnt euch gegenseitig Tipps geben. Jeder ist durch irgendeine Art von Begierde, Verlangen oder sonstiges durchgegangen und hat vielleicht Tipps, die du nutzen kannst. Genauso kannst du, wenn du durch Begierden durchgegangen bist und den Kampf gewonnen hast oder sogar verloren, kannst du anderen helfen, diese Fehler nicht zu machen oder Fehler vorzubeugen. Und das war's. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dieses Video habe ich diesmal nicht ganz alleine geplant, sondern ich habe mithilfe von Leuten aus meinem Discord-Server und falls ihr Lust habt, könnt ihr gerne beitreten, dieses Video geplant und recherchiert. Und das werden wir jetzt noch ein paar Mal machen. Mal sehen, wie gut das funktioniert. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Vergesst nicht zu liken und abonnieren. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Cory hier. Ihr da. Alles klar.